Und wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen. Bei mir ist jetzt Daniel Eckert aus unserer Wirtschaftsredaktion. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo. Also Experten hatten ja mit einer Inflationsrate unter 7% gerechnet. Zum Vergleich, im Februar lag die Rate noch bei 5,1%. Warum bekommen wir die Folgen dieses Ukraine-Krieges so deutlich zu spüren hier in Deutschland? Also wir haben jetzt eine Inflationsrate von 7,3% und das ist der höchste Wert seit Anfang der 80er Jahre. 1981 gab es noch mal höhere Inflationsraten und genauso wie heute war es damals eine Energiekrise. Damals haben wir also auch genau wie heute mit steigenden Öl- und Gaspreisen zu tun gehabt. Die Hauptursache für diesen enormen Anstieg jetzt im März war tatsächlich die teuer werdende Energie und da spielt natürlich der Krieg eine ganz wesentliche Rolle. Keiner hat eine Glaskugel. Trotzdem, was glaubst du denn? Was kommt da auf uns zu? Wie düster sind die Aussichten? Also dieser Wert ist natürlich jetzt schon schockierend. Und das ist so, dass tatsächlich nicht nur die Verbraucher das merken, sondern auch die Wirtschaft diese Folgen, diesen greifenden Effekt von der teuren Energie merken. Und wie es jetzt weitergeht, das hängt tatsächlich sehr stark vom Kriegsverlauf ab. Wenn es zu einem Embargo kommen sollte oder wenn der Gashahn zugedreht wird durch Putin, dann müssen wir noch mit deutlich höheren Energiepreisen rechnen und das hieße dann noch eine deutlich höhere Inflation als jetzt. Du sagst, wenn der Gashahn zugedreht werden würde oder es eben ein Energieembargo gibt, aber das hätte doch noch ganz andere Folgen, oder, für Deutschland? Das sind natürlich die politischen Folgen, die sind gravierend. Vor allen Dingen müssen wir dann in Deutschland auch in der Wirtschaft mit Produktionsausfällen rechnen. Und das ist ja eben das Gefährliche bei einer Inflation, die durch die Energiepreise getrieben wird, dass sie auch so viele Zweiteffekte hat. Also zum Beispiel Landwirte brauchen Diesel, um mit dem Traktor zu fahren. In der Industrie wird Erdgas gebraucht, um viele Produkte herzustellen. Und wenn das ausfallen würde, wenn wir zum Beispiel nur noch die Hälfte unseres Gases hätten, dann müsste die Industrie ausweichen auf Gaslieferungen, die wir noch gar nicht haben. Diese Knappheit würde die Preise nicht nur in der Industrie steigen lassen, nicht nur an der Tankstelle, nicht nur beim Heizöl, nicht nur beim Strom, sondern eben auch bei vielen anderen Produkten, die davon abhängig sind. Über welche Inflationsrate würden wir dann sprechen? Also dann reden wir wahrscheinlich über zweistellige Inflationsraten. Dann werden wir die 10 vor dem Komma sehen. Wow, jetzt noch ein kleiner Tipp am Ende vielleicht von dir, ein Trick. Was können Verbraucher, Arbeitnehmer tun? Sonderlich viel gibt es wahrscheinlich nicht. Trotzdem gibt es so kleine Tools für den Alltag? Ja, es ist ganz besonders schwierig bei dieser Art von Inflation, die wir haben, weil das, was für den Einzelnen gut wäre, ist halt für die Gesamtwirtschaft oft schlecht. Also der einzelne Arbeitnehmer müsste jetzt halt zusehen, dass er eine Lohnerhöhung bekommt, die über die Inflation hinausgeht. Und aber wenn die bei 7% liegt, im Jahresschnitt wird im Moment mit 6% gerechnet, könnte aber auch 7% im Jahresschnitt werden. Das heißt, jeder müsste mindestens 7% mehr Lohn und Gehalt bekommen, um nicht Kaufkraftverlust zu erleiden. Und das genau das Gleiche gilt auch beim Sparen. Das wäre der naheliegende Rat, dass man jetzt mehr spart. Aber für die gesamte Wirtschaft wäre das wiederum ein schlechter Effekt, denn durch die Ersparnis ziehen wir dann unsere Konjunktur nach unten. Also besonders optimistisch klingt das alles nicht. Wir werden sehen, was kommt. Warten wir mal ab. Dankeschön, Daniel Eckert.